Hallo, herzlich willkommen bei mir im Küchenchaos. Heute möchte ich euch zeigen, wie wir unsere Hamburger Patties selber machen. Dafür habe ich hier ein Stück schön durchwachsenes Fleisch, das ich mir als erstes in grobe Würfel schneide. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann schaut mal unter das Video in die Infobox, dort habe ich euch meine Werkzeuge verlinkt. Dann habe ich meinen Fleischwolf-Aussatz an meine KitchenAid dran gemacht und damit werde ich mir jetzt das Fleisch zu Hackfleisch verarbeiten. Und so schnell geht es, dass man richtig gutes Hackfleisch bekommt. Und da weiß man dann auch nachher ganz genau, was man da jetzt auf seinen Hamburgern drauf hat. Das Hackfleisch muss jetzt richtig gut durchgeknetet werden, damit sich die Fleischfasern miteinander verbinden. Dann halten die Patties nachher auch sowohl in der Pfanne wie auch auf dem Grill zusammen. Man hat richtig schöne Hamburger Patties. Dann nimmt man sich ein Stück weg. Man kann die auch abwiegen. So im Normalfall nehme ich so circa zwischen 150 und 175 Gramm für einen Burger für einen Erwachsenen und so circa 130 Gramm für ein Kind. Wie ihr sehen könnt, das hält schon ganz gut zusammen hier. Dann forme ich die Burger auf einem Teller oder auf einem anderen flachen Gegenstand und dann schön die Rinder formen. So, wie ihr sehen könnt, der hält richtig gut zusammen und hat auch eine schöne Form bekommen. Und so einfach fortfahren, bis man das komplette Hackfleisch aufgebraucht hat. Eine Zwiebel schneiden. Saure Gurke, ebenfalls in Scheiben schneiden. Und von der Tomate, bei der ich hier den Stielansatz entfernt habe, ebenfalls ein paar Scheiben abschneiden. Das Patty dann gut würzen. Mit Salz und Pfeffer. Für die Hamburger eine gute, am besten gusseiserne Pfanne anheizen und da, sobald sie heiß ist, etwas Öl eingeben. Wenn das Fett heiß ist, das sieht man daran, dass es hier so Schlieren bildet. Das Patty reinlegen. Sobald das Patty auf der einen Seite durch ist, umdrehen und eine Scheibe Käse drauf geben, die Zwiebeln salzen und dann durchziehen lassen für Natura bzw. mit in die Pfanne geben und auch karamellisieren lassen. Wer mag, kann natürlich noch Bacon mit in die Pfanne geben und es ebenfalls anbraten. Dann ein Burgerbrötchen durchschneiden. Das Rezept für diese genialen Brioche-Burgerbrötchen habe ich euch oben in der Infocard verlinkt. So, seht ihr mal, wie wunderschön der Käse schon verlaufen ist. Das Patty hole ich mir jetzt raus. Die Zwiebeln ebenso. Und tue dann das Brötchen noch ein bisschen toasten. So, das Unterteil schon mal rausholen. Dann tue ich mir hier normalerweise immer ein bisschen Senf und Ketchup oder eine andere Grillsoße drauf. Genauso wie auf der Decke. Und Senf. Eine Scheibe Tomate drauf. Ein paar saure Gurken. Und natürlich Salat. Dann das Ganze mit dem Patty krönen und voilà,
mega genialer Burger fertig. So, dann wünsche ich euch jetzt einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ihr lasst mir einen Daumen nach oben da. Falls ihr Fragen, Lob, Kritik oder Anregungen habt, dann lasst mir doch bitte einen Kommentar da. Und falls ihr meinen Kanal bisher noch nicht abonniert habt, dann macht es doch ganz schnell und drückt doch auf die Glocke, damit ihr immer eine Info bekommt, wenn ein neues Video von mir da ist. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis nächste Woche. Ciao!